Mein Name ist Kaspar König. Carmen Strelitzky, eine Grafikerin aus Köln, mit der ich zusammenarbeitet konnte, schon im Museum Ludwig, hatte eine Idee, eine Reihe von Büchern herauszugeben unter dem Obertitel Best of Mode, Architektur, Design, Film und so weiter. Und eben auch in meinem Falle sozusagen Kunstvermittlung im weitesten Sinne. Dann wurden Fragen formuliert. Ich habe diese Fragen beantwortet und die haben dann zusammen daraus ein wirklich kleines, sehr knackiges Büchlein konzipiert. Und darauf lese ich jetzt eine Geschichte vor. Und hier geht es um eine Ausstellung, die mir gut gefallen hat. Es war keine Ausstellung, sondern ein funktionierendes Café. Food von Gordon Matta Clark und anderen habe ich sehr wohl wahrgenommen. Nicht so, wie man das jetzt darstellt, als Erweiterung von Kunst, sondern als außergewöhnlich gute Sache. Das war, glaube ich, Ecke Green Street, Wooster Street, also New York, Manhattan. Die Leute vom Food haben auf dem Großmarkt eingekauft, Essen vorbereitet und dann konnte man da eben hingehen zum Essen. Das war so zwischen Garküche und sich selbst helfen. Alles war frisch, frisch, frisch. Sweet Potatoes, Brokkoli, sowas. Ich glaube nicht, dass es exklusiv vegetarisch war, aber vorwiegend. Plus, come together. Das war aktiv, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. So gegen 9 Uhr, 10 Uhr abends hörte das dann immer auf. Es war ein echtes Angebot. Das hatte schon ein utopisches Potenzial, aber nicht penetrant, also nicht weltanschaulich. Mit einem sehr guten, sehr breiten Ansatz. Alles in allem eine angenehme, nicht weltanschauliche, nicht ideologische Kooperative. Die meisten von denen kamen aus den Südstaaten. Matta Clark hatte in Ithaca, New York, Architektur studiert. Später war er noch in Yale. Übrigens war er auch ein sehr guter Musiker. Und der kochte dort auch selber. Gleichzeitig hatte Matta Clark irgendwie die Rolle des Leadplayers. Auch weil er als Künstler schon sehr bekannt war. Das gesamte Setting von Food war dann sozusagen die Kunst. Ökonomisch, durchsichtig, klar, gutes Essen, einfach, gute Atmosphäre, nicht spießig, angenehm offen. Und die haben es geschafft, dass das nicht missbraucht wurde als snobistischer Hangout. Ich ging immer mal wieder zum Essen hin, man traf da Leute. Natürlich war es offen für alle, aber es war auch ein bestimmtes territoriales Gebiet, aber nicht arrogant, in dem das andere abgewiesen hätte. Sicher gab es Leute, die sich dort wohler fühlten als andere. Und einschließen, ausschließen gibt es ja fast immer. Aber das hieß bei Food nicht, wer hip daherkommt, ist dabei, andere dagegen nicht. Eben nichts Kommerzielles, es war mehr ein Selbsthilfeprojekt. Das war ja auch Post-Hippie. Alles basierte sozusagen auf einer utilitaristischen Ebene. Außerdem stand es ja auch immer wieder im Zusammenhang mit Projekten, die Matta Clark plante und realisierte. So, hier sieht man ein Foto von denen, die die Kerntruppe waren, alles Künstler, Musiker. Und dieses Büchlein ist insofern interessant, weil um es besser verkaufen zu können, gab es von mir eine selbstmanipulierte Postkarte und jeder 10. Buch hatte eine Postkarte. Dieses Exemplar hatte eben jene Postkarte, die sich bezieht auf eine Ausstellung, die ich in St. Petersburg gemacht habe, die Manifesta, mit Kollegen.